Moin und herzlich willkommen zurück zum Politik-Simulator 4 Power and Revolution zur 21er Edition in Burundi, unserer zweiten Folge zum Neustart. Und zwar, wir hatten ja neu angefangen in der Hoffnung, dass wir mit einem anderen Ansatz für mehr Wirtschaftswachstum sorgen können, weil ich glaube, dass das der wichtigste Faktor ist bei unserem Ziel, Burundi glücklich zu machen, dass wir erst die Wirtschaft auf so ein Industrielandniveau kriegen müssen, bevor alles andere sich lohnt anzupacken, sagen wir mal so. Das ist so mein Gefühl. So. Die Situation wird. Jetzt haben wir natürlich Beliebtheitsprobleme. Das könnten wir auch nochmal durch einen Neustart lösen, im Zweifel. Nämlich indem wir die Energieprobleme sofort anpacken, ne? Das wäre jetzt besser gewesen. Das hat jetzt zu lange gedauert. Deswegen kam es dann zu einem Aufstand. Aber ja, gut. Auf jeden Fall, wir haben jetzt niedrige Beliebtheit. Okay, das ist schon mal nicht so gut. Aber was wir machen können, wir haben ja das Parlament entmachtet. Also standardmäßig ist ja hier in Burundi das Parlament entmachtet. Wir können eine Pornografiesteuer zum Beispiel nutzen, um unsere Beliebtheit zu erhöhen. Das mache ich einfach mal. Dürfte auch funktionieren, theoretisch. 14.02. Ich lasse mal die Zeit laufen. Gucken, wie das ankommt. Ja, weniger als ich jetzt gedacht hätte. Die Entführung fand gestern Nacht. Eine Geiselnahme ist natürlich jetzt nicht so gut. Das ist natürlich nicht so gut. Beunruhigendes Haushaltsdefizit. Das ist natürlich auch nicht gut. Gestehen, klar. Wenn ich gerade überlege, womit könnten wir das Problem lösen? Wir könnten vielleicht versuchen, unseren Hoch- und Tiefbau zu exportieren. Das hatten wir doch schon mal mit Neuseeland versucht. Würden die denn wieder mit uns reden? Ich gucke gerade noch mal in die Industrie, ob das denn immer noch der Fall ist, dass Neuseeland dann ein guter Abnehmer für wäre. Hoch- und Tiefbau. Moment, da. Weltinfo, wer zahlt die besten Preise? Ach guck mal, da müssen wir gar nicht so weit. Wir können es einfach mal versuchen bei Mosambik oder Tschad oder sowas. Ich versuche mal bei Tschad, das ist ein bisschen größer, das Defizit, was die haben. Tschad. Vielleicht können wir da ein gutes Geschäft machen. So. Und die würden sich, glaube ich, auch mit uns treffen. Da können wir da vielleicht gutes Geld machen. Gerne. Indem wir unseren Hoch- und Tiefbau an euch verkaufen. Versuchen. Huch. Ist aber unfreundlich. Verkaufen. Hoch- und Tiefbau. Genau, wir kriegen unseren Kram verkauft. Das ist schon mal gut. Ich lasse mal die Zahl stehen, die da ist, oder? 96. Das wäre 89, 79. Ich lasse die Zahl einfach mal da stehen. Machen einen Vorschlag. Jetzt haben wir die Zahl erhöht, das ist in Ordnung. Oh, die erhöhen die ganze Zeit, was sie hier einkaufen wollen. So vielleicht? Hä? Okay, dann versuchen wir es nochmal. Wir waren so nah dran. Ha, na gut, dann nochmal. Also ich starte mit einem hohen Preis ein. Der war zu hoch. Dann nochmal. Verkaufen. Hoch- und Tiefbau. So.
Dann mache ich diesmal nur einen Schritt. Und das wird angenommen. So. Und damit kriegen wir hoffentlich jetzt gut Geld rein. Das wäre schön, wenn denn so wäre. Das hilft dann vielleicht auch unserer Wirtschaft. Hoch- und Tiefbau ist ja einer unserer stärksten Sektoren. Beziehungsweise der stärkste, der nichts mit Landwirtschaft zu tun haben. Und durch Landwirtschaft kriegt man nicht, kann man leider nicht so gut Geld verdienen. Das ist das Problem. Mal schauen, wie uns das weiterhilft. Möchte ich gerade mal schauen, kriegen wir dann... Unser eingeschleuster... Ach, das ist halt das Problem mit dem Terrorismus auch, was wir haben. Der Vertrag wird als gut angesehen. Okay, das bringt wohl angeblich nicht ganz so viel. Schade. Aber die meisten Punkte sind positiv auf jeden Fall. Mal schauen. Diese Person riskiert einen Skandal. Hoch. Betrachtet man die Verbindung. Okay, versucht das mal zu vertuschen. Was auch immer das sein soll. Ach, unsere Beliebtheit ist halt super niedrig gerade, das ist ein Problem. Naja, genau, wir versuchen ja gerade die Pornografiesteuer zu erhöhen, in der Hoffnung, dass uns das Beliebtheit einbringt. Huch. Das Spiel ruckelt aber ganz schön gerade. Ich glaube, das war die Pornografiesteuer, die ist durch. Dadurch haben wir Beliebtheit gekriegt. Das ist schon mal gut. Dann versuche ich es gerade nochmal weiter mit Erhöhung dieser Steuer. Einfach um mehr Beliebtheit zu kriegen. Das ist ja gerade der Zweck, warum ich das machen möchte. Das ist der Zweck davon. Ich lasse die Zeit mal laufen. Wie sieht es denn aus mit der Beliebtheit gerade? Das Wirtschaftswachstum ist positiv, das ist schon mal gut. Das, so soll das sein. Da bin ich mal gespannt, wie das Wirtschaftswachstum dann zum Beispiel im nächsten Jahr aussehen wird. Denn ich glaube, dann wird sich das komplett zurücksetzen quasi. Komplett neu. Mehr Importmoney. Das ist schön. Wir brauchen Beliebtheit. Es geht langsamer, als ich dachte. Ich bin mal gespannt, ob der Ansatz mit einfach auf Wirtschaftswachstum zu setzen in jeglichen Aspekten, ob der uns weiterhilft. Momentan sehe ich halt leider gar nicht mal so viel Potenzial, gerade die Wirtschaft zu fördern. Weil wir halt kaum Geld haben, ne? So ein bisschen das Problem. Huch, wieder eingekracht. Hängt so viel in der Wirtschaft von der Pornografiesteuer ab, oder was ist da los? Wir sind bei 70%. Vielleicht sollten wir das erstmal dabei belassen, dass wir uns nicht mehr ausreizen als nötig. So, und dass wir jetzt erstmal vielleicht versuchen, ein bisschen Zeit verstreichen zu lassen. Beziehungsweise wir sollten überlegen... Huch, Wirtschaftswachstum ist wieder negativ, na toll. Wir sollten vielleicht irgendwie schauen, wie wir unser Defizit verbessern können. Beziehungsweise, wenn wir Wirtschaftswachstum hinkriegen, wird das Defizit von alleine runtergehen. Aber wie kriegt man am besten Wirtschaftswachstum hin, ist die Frage. Ostern, ja, können wir Ostern feiern, kein Problem. Ja, genau, wir könnten versuchen, uns eine Erlassung der... König will ich nicht werden. Wir könnten uns eine Steuererlassung erfragen quasi. Oh, da ist jemand ermordet worden. Schade. Wahrscheinlich im Zuge der Geiselnahme. Das ist nicht gut. Was wollte ich sagen? Ich glaube, wir brauchen da erstmal gute Tendenz quasi. Wirtschaftswachstum. Vielleicht sollten wir sogar demokratisch unterwegs sein. Das ist gerade ein bisschen problematisch mit der Demokratie. Bin ich mir jetzt gerade nicht so sicher, ob das uns weiterhilft.
Ja, wir brauchen halt Wirtschaftswachstum. Wie gesagt, im Zweifelsfall würde ich vielleicht mal schauen, das Jahr durchlaufen zu lassen. Und dann schauen wir mal, wie es dann weitergeht. Momentan Wirtschaftswachstum stagniert sehr. Das ist nicht so gut. Beziehungsweise vielleicht noch weitere Investitionen tätigen, wie hier in die Infrastruktur. Sowas zum Beispiel. Hat jetzt auch gar nicht so wahnsinnig viel Geld gekostet. Nehmen weitere Schulden auf. Hier könnte man auch noch versuchen. Ach du Schande, die Arbeitslosenquote ist hochgegangen auf 10%, von 1% auf 10%. Frage ich mich, womit das zusammenhängt. Wir haben ja, wie gesagt, kaum was getan bisher. Sehe ich jetzt nicht wirklich den Zusammenhang, warum das passieren sollte. Wie sieht's denn aus? Wie viel Geld haben wir nicht, sozusagen? Ich würde schon sagen, wie viel Geld haben wir, aber wir haben ja kein Geld. Hier ist unsere Wirtschaftswachstum ist negativ. Ich hoffe, das ist aber nur im ersten Jahr so. Das wäre schön, wenn es im nächsten Jahr besser wird. Unsere Zellen. Gott, nee, ich will keinen Geheimdienstkram machen. Ist sogar schlechter geworden, das Wirtschaftswachstum gerade. Ja, wie gesagt, ich hoffe, das wird zum neuen Jahr besser. Dass sich das dann ändert. Man könnte versuchen, die Steuern für die Menschen zu erhöhen. Um dadurch dann... Das Problem ist, wenn wir sowas machen wie eine Mehrwertsteuererhöhung, wobei das könnten wir eigentlich machen, Mehrwertsteuer erhöhen. Vielleicht werden wir es so versuchen. Das kommt halt leider nicht gut bei den Menschen an. Aber ich werde gerade mal speichern. Ich will mal gucken, wie das ankommt, so im Allgemeinen. Und dann kommen wir vielleicht so an unser Geld, indem wir halt die Menschen, die zwar nicht viel haben, aber indem wir die halt besteuern. Ich weiß halt nicht, es kann sein, dass wir eine Hungersnot provozieren, wenn wir es übertreiben, aber das werden wir halt sehen, wenn es soweit ist, glaube ich. So, ich treffe mich mal mit dir, mal gucken, was du im Angebot hast. Gambia war da gerade unterwegs. Wenn ich jetzt sagen möchte, ich möchte die Steuern erhöhen, wie viel Geld brauchen wir? Wir brauchen... 1 Billion Burundi-Franc ungefähr. Ja gut, das ist mit der Mehrwertsteuer schlecht zu machen. Und das wird halt bestimmt super schlecht ankommen bei den Menschen. Aber wenn ich quasi ganze Last auf den Arbeitnehmern ablassen möchte, quasi, ne? Also mal so richtig nur auf Wirtschaft gedacht. Gut. Wenn man die Kaufkraft senkt, ist natürlich auch nicht gut für die Wirtschaft, aber wir würden wahrscheinlich erstmal versuchen, eher für den Export zu arbeiten. Ich erhöhe mal die Mehrwertsteuer um 1%. So, das würde uns ja schon mal mehr Geld einbringen in der Theorie. Wie kommt das bei der Bevölkerung an? Bestimmt schlecht. Hat uns jetzt 9 Beliebtheit gekostet. Das ist schon mal gut zu wissen. Vielleicht kann man aber das nochmal weiter treiben. Einfach um da halt das Geld herzunehmen. Irgendwo möchte ich halt das Geld hernehmen, um aus dem Defizit rauszukommen. Möglichst schnell, weil ich gerne investieren möchte. Beziehungsweise, wenn wir unsere Schulden irgendwie abbezahlt bekommen, haben wir halt noch sehr viel mehr Geld übrig. Und dann könnten wir die Steuern vielleicht auch wieder senken. Ist halt auch so eine Idee vielleicht. Die wollen Kartoffeln kaufen. Okay. Versuch mal mit einem hohen... Huch, jetzt hat sich die Einheit geändert. Bin ich verwirrt. Ich versuch's nochmal selbst. Wir waren beim Thema ja. Kartoffeln. Dann mache ich dir den Vorschlag nochmal selbst. Diese Änderung der Einheiten hat mich jetzt total verwirrt.
Hier steht nichts bei dem Verkauf. Ach nee, wir verbrauchen ja auch mehr als wir. Warum will der das denn überhaupt von uns kaufen? Dieser ganze Vorschlag war Schwachsinn. So. Ja, 11% Arbeitslosigkeit. Was? Hä? Der Energiebereich ist total finster. Wir sind nicht mal mehr imstande, wen auch immer zu beliefern. Ach so. Ja, wir beziehen ja gerade Strom. Mach mal keine Panik hier. Es wird alles. Am Ende des Jahres ist unser Kraftwerk fertig und dann ist alles gut in der Hinsicht. Das wird schon. So, was willst du? Du willst uns Schaffleisch verkaufen. Ja gut, da verbrauchen wir mehr. Hey, die verbrauchen ja auch mehr. Warum wollen die uns das dann verkaufen? Ich verstehe halt nicht, warum die das über uns überhaupt anbieten, wenn die gar nicht so viel liefern können. Das will mir nicht so ganz in den Kopf. Was auch noch so eine Idee war, dass man einfach mal ganz gemein ist und sagt zum Beispiel, ach nee, es gibt gar keinen Mindestlohn. Okay, ich dachte, die hätten einfach nur einen sehr niedrigen, aber sie haben gar keinen Mindestlohn. Dann können wir das so lassen. Soll mir dann auch recht sein. Wann ist das durch? Am 13.05. Okay. Wenn wir Beliebtheit brauchen, dann erhöhen wir die Pornografiesteuer. Gut, ne? Auch so eine Mehrwertsteuer ist natürlich nicht gut für die Wirtschaft, klar. Aber ich möchte gerade, was ich gerade erstmal möchte, ist, ich möchte das Land entschulden. Das ist mir erstmal am meisten wert. Dafür werde ich jetzt erstmal Wirtschaftsschwächung in Kauf nehmen. Was ist, wenn ich hier den krassen Schritt mache? Ich speichere gerade nochmal. Dann mache ich eine krasse Erhöhung der Steuer. Moment. So, jetzt mache ich mal hier einen krassen Schritt. Und dann möchte ich mal gucken, wie das wird bei der Bevölkerung natürlich schlecht ankommen, klar. Die Frage ist, wie schlecht? Null, okay, krass. Dann müssen wir halt sofort gegensteuern. Das Fass ist übergelaufen. Habe ich die Zeit laufen lassen? Ich glaube, ich habe die Zeit laufen lassen oder sowas. Ich gehe nochmal zurück. Oder wir sollten einfach kleinere Brötchen backen. Das ist wahrscheinlich die beste Idee an der Stelle. Dann machen wir halt kleinere Schritte. Wir müssen ja nicht sofort ins Plus. Aber meine Idee ist halt eher, auf lange Sicht die Wirtschaft zu entlasten, damit wir halt für den Export attraktiv produzieren können, dass dann halt eher unsere eigenen Leute zwar belastet sind, aber irgendwo müssen wir das Geld hernehmen. Genau, dann mache ich kleinere Schritte, mache ich mal 2%. Gucken, wie das ankommen wird. Und dann werden wir nochmal die Pornografiesteuer erhöhen, in der Hoffnung, dass das uns Beliebtheit einbringt. Huch, jetzt habe ich was weggeklickt, was ich nicht weiß, was es war. Ich werde nochmal die Pornografiesteuer erhöhen. Ja, nochmal auf 60%. So. Dann machen wir uns wieder beliebter.
Ich verstehe zwar nicht, warum man das mag. Diese, diese Pornografiesteuer, aber okay. Es scheint zu funktionieren. Gut, dann würde ich auf jeden Fall sagen, bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ihr findet es auch spannend in die Richtung, in die wir jetzt versuchen zu gehen. Da haben wir einen Streik, den werde ich mal eben auflösen. Und dann sage ich Dankeschön fürs Dabeisein und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss. Hat dir das Video gefallen und würdest du gerne mehr von sehen? Da schwirren dir noch unzählige Projekte im Kopf rum, die wir mal machen sollen? Leider ist das im Moment für uns alles noch sehr schwer umzusetzen, da YouTube nur ein Nebenjob für uns ist. Jedoch, was nicht ist, kann sich ja noch ändern und das schon ab 1 Euro pro Monat. Das ist jetzt auf den ersten Blick vielleicht nicht viel Geld, aber wenn uns bereits jetzt jeder Abonnent diesen 1 Euro geben würde, könnten wir es bereits hauptberuflich umsetzen. Wenn wir und der Kanal dir also am Herzen liegen, überleg doch vielleicht, ob du nicht auch wie diese Leute ebenso ein Kanalmitglied werden möchtest, damit auch wir unseren Traum von YouTube zu leben bald Realität werden lassen können.